So, jetzt ist es endlich soweit. Wir laufen den Zollvereinsteig. Natürlich bin ich nicht alleine, denn... So, mit dabei ist der Martin, der Tippelbuddy. Zusammen sind wir... Potanana unterwegs! So, die ersten Meter sind getan. Reicht, ne? Nee, noch lange nicht. Also wir sind noch längst nicht auf Betriebstemperatur. Das macht richtig Spaß. Es ist blauer Himmel, Sonnenschein. Wir haben uns eigentlich auf einen Regenrun eingerichtet. Aber jetzt sage ich mal hier Trail Angel, ne? Guckt euch das an, herrlich. Wir freuen uns auf wirklich jeden Kilometer. Weiter geht's. So, die erste Stunde ist rum. Die ersten paar Kilometer sind gegangen. Das Wetter ist Bombe. Zollverein haben wir jetzt so allmählich hinter uns gelassen. Und bewegen uns jetzt Richtung Altenessen. Und es wird schon erstaunlich grün. Ich freue mich. So, sehr lustig. Hinter uns eine ganze Wandergruppe. Und da brüllt schon einer. Potanana! Jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. Und da sind wir schon in Altenessen angekommen. Im Kaiser-Wilhelm-Park und wie gesagt, wir haben die Gruppe jetzt weiterziehen lassen. Die haben doch ein anderes Tempo als wir, ne? Da komme ich nicht mit. Ne? Aber das war auf jeden Fall nett, sich auf der Tour noch mal auszutauschen. Ja, Grüße noch mal an dieser Stelle an alle Wanderer aus der Gruppe gerade. Ja, ein kleiner Schlenker hier an diesem Pavillon vorbei und ihr kennt es natürlich. Ne? Das ist Chester Bennington, hier die Gedenkstätte. Ja, und zack, da haben wir die Wandergruppe wieder getroffen. Machen eine kleine Rast. Die waren ein bisschen zu flott unterwegs. Die haben nämlich den Schlenker am Pavillon sozusagen verpasst oder nicht gemacht. Und wir sind hier an der Zeche Karl. In Altenessen, und ich erinnere mich noch wirklich an die tollsten Konzerte hier im Metal-Bereich. Ich habe hier wirklich schöne Erinnerungen. Ja, und es ist jedes Mal, wie gesagt, toll, hier nochmal das Ensemble zu sehen. Ja, und hier geht es direkt auch in reichhaltiger Natur weiter. Wir sind übrigens mitten in Altenessen. Und ich betone nochmal, das hat hier das Arbeiterviertel der Stadt war. Hier hat das Herz geschlagen für Kohle, Stahl und Eisen. Und guckt euch mal an, wie blau das ist. Der Hammer. Und so eben haben wir Kilometer 10 erreicht, sind 2 Stunden unterwegs. Die Sponti-Wandergruppe, ja, man trifft sich halt immer wieder, ne? Jeder hat so sein eigenes Tempo. Wir haben die Schurenbachhalde erreicht, da schrauben wir uns jetzt in die Höhe. Geht auch 86 Meter über normalen Null, höchste Erhebung hier auf dem Zollvereinsteig. Weiter geht's. Leute, Leute. Bergwertung darf auch im Essener Norden nicht fehlen, ne? Also auf geht's. Genau, mit Respekt, habt das gesehen. Auf dem Zollvereinsteig sollen sich Wanderer und Radfahrer gleichsam, gleichberechtigt hier den Weg teilen und Rücksicht aufeinander nehmen. Das finde ich super wichtig. Man kann eigentlich als Wanderer problemlos ein Stückchen auf die Seite gehen. Als Fahrradfahrer mal einen Gang zurücknehmen, mal eben bisschen die Beschleunigung rausnehmen, klingeln, ihr kennt das ja, alles ein Gebot der Höflichkeit, überhaupt gar kein Problem und so haben alle Spaß miteinander. Und was kostet Respekt, ne? Nix ist selbstverständlich. So, jetzt ist es soweit. Hier geht es hoch auf zur Schurenbachhalde, kurze Stärkung und dann geht es Treppen hoch auf zur Mondlandschaft. Ja, ja, da haben wir passend zum Aufstieg. Schurenbachhalde fängt dann doch noch an zu regnen. Gefühlte Luftfeuchtigkeit von ungefähr 95%. Ja,
Egal, Regen, flüssiger Sonnenschein, ne? Wisst ihr Bescheid. So, da haben wir es geschafft. Der Aufstieg zur Schurenbachhalde. Beschwerlich, aber hat sich gelohnt. Feinstes Ruhrgebiet, Panorama 360 Grad. Absolute Madness hier. Und da kommen auf jeden Fall noch einige Regenwolken auf uns zu, wie ich befürchte. Aber wir haben ja hier den Knirpsel am Start. Also weiter geht's gleich wieder. So, Halbzeit. Ach, wie sehen die Daten aus? Ja, 13 Kilometer haben wir, sind jetzt bei 3,5 Stunden. Boah, ich sag mal, konditionell ist alles gut. So die ersten kleinen Wehwehchen könnten sich einstellen mit viel Fantasie. Irgendwo am Fuß, links, rechts, oben, unten, außen oder auch im Schritt irgendwie scheuert und schubbelt. Aber boah, ansonsten ist alles noch ganz safe. Und es hat sich auch noch der Luki gemeldet, ne, der mal schön ordentlich verpennt hat heute. Der kommt nämlich irgendwie aus der Nachtschicht, wollte den Zollvereinsteig in Schlappen laufen, hat das komplett verpennt. Ist aber Ehrenmann und will uns jetzt hier gleich auf dem Track sozusagen abfangen und den Rest dann mitlaufen. Ich bin mal gespannt, ey. So, eben waren wir noch auf der Halde Schurenbach an der Bramme. Hinter uns ist sie. Hier sind wir auf der Halde Eickwinkel, eine etwas kleinere, unbekanntere Halde abseits des Mainstream-Tourismus. Mit einer ganz wunderbaren Aussichtsbank und einem wirklich hervorragenden Panorama hier über den Emscher Park. So, Halbzeit, Herr Tippelbuddy, wie geht's denn so? Ja, mir geht's gut. Ich würde sagen, das machen wir, ne? Locker. Jetzt fehlt sagen eigentlich. Wir jetzt. Mal gucken, was wir am Schluss noch sagen. Ja, fehlt auf jeden Fall noch eine Erhebung, ne? Und zwar das Hallo in Stopfenberg. Ja, vielleicht bleiben wir unterwegs einfach mal liegen, müssen wir einfach mal gucken. Wir gehen jetzt weiter. Ja, weiter geht's. Jetzt guckt ihr das mal an. Je später der Tag, umso schöner werden die Gäste. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, ja, guck mal, der Lukas. Ne? Ich hab's geschafft. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben ja eine 5 Uhr Session. Er wollte, mitlaufen, hat es aber hart verpennt. Ne? Aber Ehrenmann, Klassiker. Ehrenmann, Klassiker. Dass er jetzt noch dabei ist. Die letzten 10 Kilometer, Feuer frei für Lukas. So, der Luki hier, bester Mann. Führt uns gleich mal in seine Hut, ne? Selbstverständlich. Komm jetzt also mal in den Nienhauser Bulli. Schussige Weste ist an. Perfekt. Jawolski. Ja, herrlich. Und was soll ich sagen? Es läuft sich immer noch irgendwie gut. Es ist aber irgendwie auch eine Spur recht warm. Bisschen Regen. Ach, egal. Ja, ich sag mal, eigentlich können wir die, wenn wir angekommen, können wir noch mal dranhängen, eine, ne? Wir hätten den Seitenblick hätten wir mitlaufen können. Das war's, ne? Man kann nämlich unten an der Schurenbachhalde noch einen Seitenblick laufen Richtung Kanab. Das sind auch noch mal 5,5 Kilometer, Stündchen noch mal extra. Also wer das will, das ist dann Zollverein Deluxe Steig. So, hier ist auch noch mal eine Besonderheit. Die einzige Taubenklinik hier, wenn nicht sogar weltweit. Nebenan, hoffentlich spreche ich es richtig aus, die Fatih-Moschee. Wir laufen weiter, der Beginn der zweiten Etappe des Zollvereinsteigs. In einem Rutsch durch, weiter geht's Richtung Nienhauser Busch. Und auf der Halde Zollverein geht's abenteuerlich auf Wahnsinnsfaden weiter. Bei leichtem Nieselregen und 18 Grad. So. Aber dafür wird es jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Ja, ihr seht ja jetzt auch schon, aber so vom Weg her. Oder? Hört er da schon wieder auf? Egal. Ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung. Guten Tag. Kuckuck. So, hier ist tatsächlich ein wenig Trittsicherheit gefragt. Da wollen wir mal nicht unken. Es hat ja auch ordentlich geregnet. Also Rutschgefahr. Ja, guck mal hier, bis Brücke, steil. Ja, Logo, war doch sonst, Mann. So, der Tippelbuddy ist in den Fullsand gegangen. Da, wo steil oder richtig steil stand, was macht er? Zieht sich Handschuhe an und rutscht dann mal eben auf dem Hosenboden runter. Das war aber auch die wirklich sicherste Möglichkeit, da unten anzukommen. Also echt slippery.
So. Ha, 6 Stunden sind wir unterwegs. 21 Kilometer haben wir auf der Uhr. Die Sonne ist wieder draußen. Es ist wieder warm. Ich bin völlig platternass. Feine Wiese hier. Endspurt, würde ich sagen. Oder, Martin? Noch alles dran? Ja, ich glaube. Die ersten Ausfallerscheinungen. Die ersten Hautfetzen habe ich, glaube ich, auch 3 Kilometer liegen lassen. Aber also, ich sag mal so, bis jetzt ist gut, aber man, so Fuß, ne? Ja, so langsam tut weh. Ne? Das ist schon, wie soll man sagen, also alles hält, ne? Schulter, Rücken, Hüfte. Was so ein bisschen doof ist, ist Schuhe, ne? Ja. Auch so das Wundsein, da ist auch nicht mehr so das Problem im Schritt. Aber tatsächlich zäh, ne? Außenseite, Ballen, Unterseite. Also das ist irgendwie komisch. Ansonsten rein konditionell, kannst du problemlos, ne? Aber da, hier ist wieder so ein Schuhdings. Naja, also macht auf jeden Fall richtig Böcke. Vom Wetter haben wir alles dabei. Bisschen zu warm. Und absolute Madness, der Luki. Was ist das denn, Jungs? Keine 3 Kilometer vorm Ziel und Pause oder was? Ich mache einen taktischen Schuhwechsel. Schuhwechsel. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, dass der Luki eigentlich, wenn er nicht verpennt hätte heute, der hätte den Zollvereinsteig, wäre der in Schlappen gelaufen. Da habe ich ihn aber. Da habe ich ihn aber gesagt, Junge, mach das nicht. Brichst dir die Haxen. Und jetzt lässt er sich nicht nehmen, Ehrenmann, die letzten 3 Kilometer in Schlappen zu laufen. Ich sag mal, Respekt, gut, dafür, dass er ab Kilometer 15 eingestiegen ist, sag ich mal, muss das jetzt auch, da muss das auch was geben, ne? Was denn jetzt, mit Schlappen oder was? Ja. Die Adiletten, die guten? Goldene. Kann nicht wahr sein, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist ein echter Katternberger Original, oder? Jetzt wird es nochmal auf den letzten Pfade, wird es nochmal abenteuerlich. Und so richtig sieht man das, glaube ich, vom Weg nicht, wo man eigentlich lang muss. Ne? Also so von der Wegezeichnung ist halt manchmal ein bisschen abenteuerlich. Muss man schon genau aufpassen, wo man hingeht. Sonst läufst du einfach dran vorbei. Ne? Gerade wenn das hier auf so etwas versteckten Pfaden weitergeht. Juhu! Wo sind wir denn hier? Modellflugplatz. Modellflugplatz, wisst ihr Bescheid. So, hier geht es auch nochmal ordentlich zur Sache. So richtig cooler Mountainbike-Pumptrack, möchte ich mal sagen. Wahnsinn. Und das vom Modellflugplatz aus Rona Richtung Zeche. Ja, Wahnsinn. Oh, das macht Bock. So, jetzt ist Plästert das wieder ohne Ende. Und ich möchte noch mal sagen, dass der Lukas hier in Schlappen unterwegs ist, ne? Stimmung! Kann ja nicht wahr sein. Lukas, was sagst du? Stimmung! Oh! Ja, jetzt hat es ja wirklich noch mal ein kurzes Scheuerchen gegeben. Ne? Dafür sind wir oben am Hallo und haben ja doch einen ganz wunderbaren Blick wieder runter. Das Herz von Stoppenberg. Auf das Herz von Stoppenberg. Der Luki sagt es. Das Herz von Stoppenberg. Herz von Stoppenberg. Herrlich. In Schlappen. Ja, sicher. So, die 26 Kilometer sind erreicht, sind überschritten. Wir sind auf der Zielgeraden, Zollvereinsteig. Wir haben es geschafft, die letzten paar Meter. Und der Luki in Schlappen, das ist ein wahnsinnserhebendes Gefühl. Der Tippelbuddy, der hat sich jetzt auch arg gequält, die letzten 3 bis 6 Kilometer, dass er bis hierhin durchgehalten hat. Absolute Wahnsinns-Madness, aber jeder verknuspert hat anders. Man merkt auf jeden Fall schon nach 15, 16 irgendwas Kilometer, wenn du da nicht das richtige Schuhwerk hast, dann drückt es hier, dann drückt es da. Von der Kondition gar kein Problem, aber wie gesagt, Schuhe, das völlige A und O. Und wenn es an den Zehen, am Knöchel irgendwo rumdrückt, dann ist jeder Schritt einfach schmerzhaft. Und hier sind wir wieder, das Ruhrmuseum. Zollverein hat uns wieder, es war mir wirklich ein Fest. So, das war's, eben läuft noch der Tippelbuddy ein. Hey! 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 Finisher! Wahnsinn! Und direkt zum Auto und da sind wir. Es war, wie gesagt, etwas spannend. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
wenn es heißt, Rotterdam unterwegs. Vollgas, Junge! Jawohl, der Luki mit dabei. Herzlichen Dank fürs in Schlappen mitlaufen. Säufer einsteigen. Wir haben es geschafft, wir haben es beendet. Ich glaube, jetzt sind wir rechtschaffend K.O. Das war geil, das hat Spaß gemacht. Und das ist wirklich ein echt interessanter Weg. Und jetzt heißt es erstmal raus auf die Klamotten, rein in der Dusche. Bis dahin, euer Strömi von Rotterdam. Ciao!